Was passiert? Die Polizei ist uns voll versteckt. Ja. Und wir dachten, du wirst es so als Lockvogel vorgeschickt und so. Nee, nee. Ich hab voll die Filme geschoben, Prison Break und so. Hauptsache, die sind direkt hier und ich werde angehalten von der Polizei. Guten Tag wünsche ich euch und willkommen zum 15. Talk der Longboard Tour. Heute bin ich mal dran mit dem ganzen Tag-Film. Ich hatte die letzten Tage mal Pech, dass ich immer die Tage erwischt habe, wo wir in der Stadt waren und wo nicht wirklich viel passiert ist. Und jetzt wird heute den ganzen Tag hier schön gefilmt. Wir waren hier gerade beim Schlosshotel. Das sieht schon echt richtig krass aus. Ihr habt die Zimmer ja gestern im Video gesehen. Und ich gehe gerade über eine Brücke, über einen reißenden, riesigen Fluss. Dr. Cheng ist mal wieder am Werk. Ich habe jetzt gerade mit der Rezeptionistin gesprochen. Heißt das so? Weiß ich nicht, aber man versteht, was ich meine. Die hat mir erzählt, dass wirklich seit einigen Jahren hier wieder ein Rudel Wölfe lebt. Genau in dem Gebiet, wo wir gestern durchgefahren sind. Es waren wirklich Wölfe im Wald. Unseren ersten Stopp machen wir heute in einer kleinen Raststätte bzw. in einem Autohof. Und ich habe mir einfach mal ganz viele Brote mit Tomate und Salat geholt, weil es sonst keine anderen veganen Alternativen gibt. Aber ich mag auch Tomatenbrote sehr gerne, deswegen freue ich mich darüber. Du hast einen Gulasch-Nudel-Teller. Mhm. Du hast etwas bestellt, was noch nicht da ist. Pizzabrötchen und davor schon mal einen Donut. Pizzabrötchen dauert 15 Minuten. Wir haben frisch gemacht mit Liebe und so. Gut, ich würde sagen, das wird jetzt gegessen. So Leute, heute ist so schlecht Internet, deswegen haben wir eine Karte und mit dieser Karte fahren wir jetzt nach Magdeburg. Bah, immer diese schmutzige erneuerbare Energie. Ja, ich sehe die ganzen Abgase. Willkommen im Gefechtsbündniszentrum des Heeres. Wir sind jetzt im Kriegsgebiet. Wir waren hier gerade in der Altmark-Kaserne. Das ist ein militärisches Sicherheitsgebiet, das abgesperrt ist. Und ja, wir können hier nicht durch, das heißt, wir müssen den ganzen Weg zurück. Wir sind einfach mal in ein Sperrgebiet reingefahren. Ja. Militärisches Sperrgebiet. Oh Mann, jetzt müssen wir hier wieder weg. Wir sind auf einer Landstraße und müssen diese Landstraße ohne Fahrradweg 20 Kilometer weit lang fahren. Und hinter uns kommt schon der nächste LKW. Weshalb wir jetzt immer dann an den Seiten. Guck mal, wir stehen an dem Seitenstreifen. Und sie hupen trotzdem. Und das macht einen komplett fertig. Diese scheiß Huperei, die nervt richtig und stresst mega. Ich gehe nur noch zu Fuß auf dieser Straße, weil es mir einfach zu gefährlich ist. Hier kommen zu viele Autos und ja, keine Ahnung. Oh, das ist echt die schlimmste Route hier. Wir gehen immer noch am Rand der Straße hier. Die Sonne knallt erbarmungslos. Und hier ist ja eigentlich auch kein Fußgängerweg. Und deswegen... Also hier geht ja normalerweise nie jemand lang und das Problem ist dabei, dass wenn hier niemand lang geht, sind natürlich so viele Tiere da im Gras und alle zwei Sekunden merkt man, wie so eine Spinne oder so ein Grashüpfer oder irgendwas anderes an deinen Füßen rumkrabbelt oder an deinen Beinen, weil du halt durch diese Sträucher gehen musst, die natürlich nicht irgendwie tief geschnitten sind oder so, voll lang halt. Und hier springen die ganze Zeit zu Tiere rum, ich weiß nicht was. Boah, hier sind alle möglichen Tiere und ja, weil es ja kein Weg ist, es ist einfach nur Straßenrand. Boah. Richtig scheiße. So, ich wurde jetzt von der Polizei angehalten, dass Skater auf der Bundesstraße fahren. Vielleicht sieht man die irgendwo im Hintergrund. Auch lustig, aber wir haben uns eine gute Weiterfahrt gewünscht und viel Erfolg noch auf der Reise. Nichts Schlimmes passiert. Die Polizei kam, so haben wir vorbeigefahren, blinkt so. Dann habe ich so geguckt, okay, was ist los? Und dann, ja, wir wurden hier von Autofahrern angerufen, dass zwei Skater auf der Bundesstraße fahren.
Ja, ich bin zwar die ganze Zeit gegangen, weil ich halt immer sage, es ist zu gefährlich, aber Cheng und Dena sind halt gefahren, immer ein Stückchen weiter. Und ich wurde dafür jetzt angehalten, weil die halt schon ein Stückchen weiter vorne sind. Läuft. Was ist passiert? Die Polizei gesehen, uns voll versteckt. Ja. Und wir dachten, du wirst es so als Lockvogel vorgeschickt und so. Nee. Ich hab jetzt voll die Filme geschoben, Prison Break und so. Hauptsache, die sind direkt hier und ich werde angehalten von der Polizei. Sagst du, komm? Nee, also die haben gesagt, zwei Skater fahren hier die Straße entlang. Ich bin die ganze Zeit gegangen. Ja, und dann haben gesagt, ja, nur noch gehen. Aber gut, perfekt. Aber die haben gesagt, geht es in Ordnung? Geht es in Ordnung. Ja, perfekt. Ja, ist ja gut. Wir gehen auch. Ja, wir sind noch die ganze Zeit gegangen. Ja, Opfer. So, Polizei, Freund und Helfer. Hat die jemand alarmiert? Oder sie ja, Autofahrer haben die angerufen. Okay. Zack. Wir haben uns jetzt für ein kleines Stück aufgeteilt, da die Polizei mir gesagt hat, ich darf halt nach Hütten nur fahren, wegen dieser Gefahr, bla bla bla. Und die anderen wurden erwischt, die haben ja hinter Maisfeld gesessen. Das heißt, die können den etwas schnelleren Weg nehmen. Aber ist egal. Die haben halt meine Personalien und so weiter eingeholt. Und bevor ich da irgendwelchen Ärger bekomme, falls sie nochmal rumfahren, nehme ich dann den etwas längeren Weg. Dann treffen wir uns nachher wieder mit den Jungs. Oh, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber so ist es halt. Ich mache jetzt eine kleine Pause hier, denn ich bin übelst gerast. Ich bin so schnell gefahren, wie ich konnte. Ich bin einfach nur noch Gas gegeben. Ist ganz schön, mal auch eine Zeit lang alleine zu fahren, aber ich finde es viel schöner, mit der Gruppe zu fahren. So. Ich hoffe deswegen, auch du geht's bald wieder besser. Und dieses Aufteilen war jetzt mal für einen Tag interessant. So. Und es war ja von der Polizei her leider so vorgegeben. Aber die nächste, also ich werde es auf jeden Fall nicht nochmal machen, denn man ist auch schon ganz schön einsam. Meine Wasserblase ist leider jetzt leer, weil ich halt so viel getrunken habe, weil ich so schnell gefahren bin. Habe ich was zu trinken und dann geht es auch gleich weiter. Fahren wir mal weiter in Richtung Magdeburg. Vielleicht schaffen wir es heute noch, bevor es dunkel wird. Ich glaube nicht. So, jetzt sind wir in Wolmerstedt. Das ist, soweit ich weiß, die letzte große Stadt vor Magdeburg. Wilmersstedt erkannt. So, erst nach Edeka. Vielleicht haben die hier Smoothies oder auch Haselnussmilch. Da hätte ich auf beides richtig Bock. Und ich glaube, Smoothies habe ich schon gefunden. Leider nur die Hauseigene von Edeka, aber davon gönne ich mir jetzt erstmal schon mal eins. Wie man sieht, stehe ich hier auf einer Brücke in, ich weiß gar nicht, wie die Stadt heißt, Wilmersstedt, was weiß ich. Ich habe mich komplett verirrt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es nach Magdeburg geht. Ich gucke jetzt mal ganz kurz hier auf dieser Brücke. Wir sind jetzt in Wolmerstedt. Okay. Entschuldigung. Ja. Ich müsste nach Magdeburg. Ja. Ist das der richtige Weg? Oder ist es komplett? Ja. Sie müssen auch nach Magdeburg? Nee. Da ist auch richtig. Ah, da, zu Fuß, ja. Nee, aber mit so was ähnliches wie Fahrrad. Also ich kann damit sehr schnell fahren. Nee, da müsste man normalerweise. Ja, dass du hier lang. Ist da. Hier, also hier den Weg hier lang hoch. Ja. Und dann geht nochmal so ein Weg parallel hierzu. Okay, vielen Dank. Okay, viel Dankeschön. Spaß noch. Schönen Abend. Supi, dann wissen wir jetzt auch, wo lang wir müssen. Da oben waren wir eben auf der Brücke. Und jetzt machen wir weiter. Elboy und da oben steht Richtung Meizendorf. Haben die mich vielleicht verarscht? Geht's hier gar nicht nach Magdeburg? Also hier steht nirgendwo Magdeburg. Oh Mann. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, ob ich hier richtig bin oder falsch. Hier geht es gerade richtig schön bergab und ich habe gerade zwei Bewohner des Dorfes hier getroffen. Und sie haben mir auch gesagt, dass ich richtig bin, nach Magdeburg, einfach nur geradeaus. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh, ich bin so froh. Jetzt sind hier so viele Laternen, das ist auch gut. Sieht man auch viel. Oh nein! Oh. Pflasterstein. Aha. Habe ich zum Glück noch gesehen. Es ist leider schon verdammt dunkel und wir haben noch ein gutes Stück zu fahren. Aber das kriegen wir auch noch hin. Wir sind jetzt in der Innenstadt von Dahleben. Das ist die letzte Stadt
vor Magdeburg. Jetzt sind es ungefähr noch 10 Kilometer bis nach Magdeburg. Hallo! Sau cool. Sau cool. Okay, die halten da vorne an. Egal, machen ein paar Fotos. Darf ich mich aufhalten? Egal. Darf ich mich aufhalten? Hi. Hi. Ich bin nass geschwitzt, Vorsicht. Wo sind denn die anderen? Wir haben uns heute gesplittet. Die anderen fahren von... Hi. Hallo. Die anderen fahren von Hillersleben östlich nach Magdeburg und ich fahre von den ganzen Städten aus von Norden nach Süden runter. Ach so, krass. Krass. Ja. Ich hab letztens erst gefragt, wie man das rausbekommt, wo ihr langfahrt, weil ich euch mal irgendwie sehen wollte, aber... Zufall jetzt? Ist ja, wirklich jetzt, ohne Scheiß. Mega lustig, ja. Das ist richtig heftig gerade. Und ja, wenn ihr Lust habt, machen wir noch gerne ein Foto und dann mache ich euch weiter auf dem Weg, dann sind wir fast da. Tschüss! Yes. Ja, sehr cool. So, jetzt geht's aber weiter. So, wir verlassen jetzt Barleben und fahren nach Magdeburg. Es sind nur noch 2 Kilometer. Alter. Bleib stehen. Alter! Nur noch 2 Kilometer. Noch 2 Kilometer. Im Dunkeln fahren. Noch 2 Kilometer. Dann bin ich da. Wir sind jetzt in Magdeburg drin, aber natürlich kann es nicht anders sein. Wir sind zwar jetzt in Magdeburg, aber bis zu der Adresse, wo ich hin muss, wo wir heute Abend schlafen, sind es noch 1 Stunde. Ich wusste nicht, dass Magdeburg so groß ist. Aber mir wurde gerade gesagt, dass Magdeburg sehr lang ist, an der Elbe entlang, also an dem Fluss sehr, sehr lang ist. Aber dass Magdeburg dafür nicht so breit ist und scheinbar liegt die Adresse so, dass ich jetzt halt bis zum anderen Ende von Magdeburg fahren muss. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Die 15 Kilometer schaffe ich jetzt auch noch. Niemand wird mich aufhalten. Jetzt sind wir in der Elbe. Ich bin irgendwie falsch gefahren. Denn wir müssen nicht rüber, sondern wir müssen hier runter wieder von der Brücke, wie immer. Wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg hier runter. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier richtig bin oder falsch. Voll die Abenteuerwege hier. Okay, da unten ist die Elbe. Die fließt da. Und wir fahren jetzt an der Elbe entlang. Und hier ist echt ein super Weg. Da fühle ich mich ja wie zu Hause in Köln. Ich fahre einen Fluss entlang. Und das ist ja mega geil. Und hier haben wir wieder das Problem von Google Maps. Es gibt nur Fahrradwege und keine Longboardwege. Und deswegen bin ich auf so einen Weg hier geraten. Aus relativ festem Dreck. Fahren kann man hier nicht. Ich meine, mit dem Fahrrad könnte man hier fahren, aber mit dem Longboard halt nicht. Und deswegen ist jetzt wieder Gehen angesagt. Fahre ich jetzt den linken Weg oder fahre ich den rechten Weg? Ich glaube, ich fahre den
linken Weg, aber es geht ganz schön tief runter. Und es ist saudunkel. Alter, ist hier echt nichts beleuchtet hier unten. Weg, aber es ist hier nichts. Hä? Was ist denn das hier für ein Weg? Alter Schwede. Ihr seht mich. Es ist stockduster hier. Es ist stockduster. Geil. Ich dachte, wir sind in Magdeburg und nicht in Düsterburg. Besser wird's ever. Okay, alles klar. Ich bin wieder in ein Gebiet gekommen, was schön beleuchtet ist. Mit Laternen und so. Ich denke mal, jetzt ist wieder alles sicherer. Aber mehr werde ich wahrscheinlich vom Weg nicht filmen, sonst werden uns wahrscheinlich morgen sehr viele Leute besuchen kommen. Deswegen sehen wir uns gleich einfach wieder, wenn ich da bin. Bis gleich. Wir sind endlich da, Leute. Ich kann es nicht glauben, dass es nochmal irgendwann heute passiert ist. Aber hier ist unser Reich. Und da ist auch schon der Ju. Der ist nämlich schon vorher da gewesen. Ja. Hallo, Ju. Hallo. Hallo. Alles klar. Ach, ich habe so Schmerzen in den Füßen. Dann geh duschen. Da hinten ist eine Dusche. Ah ja, die zeige ich euch gleich. Hier, Leute, was bedeutet das? Rauchmodus. 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 Und morgen bist du ein schöner Schmetterling. Oh, du hast ein richtiges Bett? Ja, gut. Ja, es ist auf jeden Fall entspannt. Ja. Oh, von hier oben kann man mal unser Reich sehen. Ich hoffe, ich schlafwandle nicht und fall hier runter. Wir haben hier nette Bekannte in Magdeburg und die sind so lieb und haben gesagt, wir können übernachten. Und da ist das Geilste, nämlich die ultra geile Dusche. Aber es gibt keine Tür und wenn ich jetzt da hinten schneide, dann sehe ich, wie du duschst. Ach, es gibt keine Tür? Nee. Alter, was? Das heißt, ich muss deinen Himmel sehen. Ja, geil. Ja, es gibt keine Tür? So geil finde ich das nicht, aber... Hä, warum gibt es denn keine Tür? Ja, ich war auch die ganze Zeit eben so auf Klo hier. Ich dachte so, hä? Gut, dass ich allein bin, aber... Ich zeige jetzt meinen Horrortag hier an dieser Karte. Wir hatten diese Karte, ja? Ich bin die ganze Zeit so rumgefahren. Und ich zeige euch jetzt was. Also. Letzling. Hier ist Letzling, ja? Hier haben wir heute angefangen. Dann sind wir erstmal hier lang gefahren und hier, das alles, ist Militärsperrgebiet. Militärsperrgebiet, ja? Da konnten wir nicht lang, sind wir wieder zurückgeschickt worden. Das heißt, die ersten 10 Kilometer... sind wir komplett umsonst gefahren. Da ist Hütten, hier ungefähr. Hier an so einer Kreuzung waren wir, ja? Meine Fingernägel sind furchtbar, das müssen wir auf jeden Fall morgen Nagelclipse holen. Hier sind wir an der Kreuzung gewesen und dann kam die Polizei und die Polizei hat gesagt, ja, du musst jetzt da lang. Und dann musste ich Richtung Hütten und Dena ist nach weiter südlich, nämlich in Richtung Hillersleben gefahren. So, und dann bin ich hier, ich musste den Weg außen rum, bin halt dann hier lang gefahren, Richtung Kolbitz, dann Richtung Wolmirstedt, dann nach Barleben, hier die Städte lang, und dann nach Magdeburg. Und das Krasse ist, ich bin in Magdeburg angekommen, das war schon voll der weite Weg. Und dann bin ich von Magdeburg angekommen und dann kam im Navi die Ansage, noch 14 Kilometer. Ja, das war mein Horrortag und alles alleine ab Hütten, weil die Polizei gesagt hat, ja, du bist doch derjenige, weswegen die Leute angerufen haben, obwohl ich die ganze Zeit zu Fuß gegangen bin und Dena und Schenk halt vergefahren sind, aber die sind dann natürlich im Maisfeld gewesen. Habt ihr alles gesehen, habe ich alles gefilmt. War ein harter Tag heute, hat aber auch Spaß gemacht, mal alleine zu sein. Ich bin ultra schnell gewesen. Da kann ich mal wieder das Sprichwort sagen. Willst du schnell reisen? Reise alleine. Willst du weit reisen? Reise gemeinsam. Und deswegen bin ich froh, dass wir gemeinsam eine schöne Vierergruppe sind. Deswegen freue ich mich, dass wir die nächsten Tage wieder gemeinsam losfahren. Und es war eine schöne Erfahrung, mal alleine das Ganze zu machen, aber es ist viel schöner, mit den anderen das zusammenzufahren. Ich vermisse die. Und jetzt ist Cheng und Dena sind immer noch nicht da, denn sie haben scheinbar doch einen schlechteren Weg erwischt. Nee, wobei, sie haben einfach nur 2 Stunden Pause gemacht. Hab mal alles auf Twitter gelesen. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht oder einen guten Morgen. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut, haut rein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich extrem über ein Däumchen nach oben freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ciao! Ja.